Ja, schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Jetzt möchte ich mal hier die Umfrage hier. Ich habe ja mal vor 4 Tagen gefragt, ob Björn Höcke freiwillig zurücktreten soll. Partei geht vielleicht vor einzelne Mitglieder, habe ich einige Antworten so geschrieben. Und ich möchte euch jetzt hier erstmal das Ergebnis zeigen und sagt dann dazu auch noch was zu den einzelnen, einige Sachen habe ich beantwortet und werde dann nochmal zum Schluss euch nochmal erklären, wie ich das meine, weil habe ich teilweise auch schon geantwortet, aber gehen wir erstmal zu das Ergebnis und das zeige ich euch das und dann, wie ich das meinte und wen ich da als Vorbild gesehen habe oder weil, ja, sage ich gleich was zu. Okay, wer neu ist, bitte kostenlos Abo dalassen, Video teilen, Kommentare nochmal drunter schreiben und recht schönen Dank erstmal für die ganzen Antworten da drauf und für die Umfrage, dass ihr da mitgemacht habt. Ja gut, reingehen wir, ich zeige euch das Ergebnis und ja, los geht's. So, meine lieben Zuschauer, hier ist jetzt bei YouTube auf meinem Kanal die Umfragewerte. Ne? Das hier ist die Frage, hier in Grau unterlegt, soll Björn Höcke von der AfD freiwillig aus der Partei austreten? Also freiwillig großgeschrieben. Und ja, 5%, weiß nicht, 4%. Und ganz klar, wie auch in den E-Mails zu sehen war, 91% dagegen. Ja. Ich denke mal, das sind auch viele AfD-Anhänger. Okay, muss man so hinnehmen. 739 Stimmen wurden abgegeben. Ich habe hier 7 Kommentare, da gehen wir gleich mal kurz rein. Ja, ich rufe die mal hier auf. Gehe mal hier rüber, Kommentare, ob das so klappt. Ja, ne, also ich... Vielleicht bestimmen nicht die gewählten Volksvorträge, wo er bleibt. Ohne Höcke ist die AfD nicht mehr die AfD. Ja, das ist immer die Frage, weil Björn Höcke, habe ich auch teilweise geantwortet, ist ja auch sehr schlau, hoch gebildet. Die Reden sind knallhart, es spricht auch teilweise die Wahrheit an. Nur, das wollen die Altparteien, die wollen das ja nicht hören. Und ich weiß ja nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das können ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD über 50% kommt? Ja, das Gleiche gilt ja auch für Herbert Kickl in Österreich. Der hat jetzt 30% geholt, hat die Wahl in Österreich klar gewonnen und trotzdem wird kein Kanzler werden, kein Volkskanzler, weil das wird der AfD, weil Österreich ist so das Vorbild, das wird der AfD hier in Deutschland auch passieren. Es sei denn, sie holt über 50%. Das ist, glaube ich, noch keiner einzigen Partei gelungen, auch der CDU damals nicht unter Rainer Barzel, glaube ich, bei 49% oder 48%, weil dann kommen alte Ängste hervor. Ja, hatten wir ja schon 1933, das wollen wir nicht. Ja, und der Deutsche wählt immer das kleinere Übel. Das mag jetzt im Osten etwas anders gesehen werden. Aber hier im Westen herrscht ja noch die CDU. Hier der Westen ist schwarz, der Osten ist blau. Und der Westen ist ja, ja leider Gottes, bevölkerungsmäßig, wohlstandsmäßig, finanziell mächtiger. Das ist nun mal eine Tatsache, ein Fakt. Ich hatte hier den Urgedanken, damit man Björn Höcke aus der Schusslinie nimmt, dass er freiwillig zurücktritt, das wäre ja ein großer Verdienst an die AfD, an die Partei, dann würde er so sagen, die Partei ist mir wichtiger als der Posten, als hier jetzt, wisst ihr, wie ich das meine? Vorbild ist denn hier quasi, wie heißt er, Geert Wilders aus den Niederlanden, zeige ich euch gleich hier so einen Artikel, ich weiß nicht, wer davon gehört hat, weil man hat sich an die Person gestört, an Herrn Wilders, das wollte man nicht, dass er in der EU oder in den Niederlanden Ministerpräsident wird von den Niederlanden, dann hat er gesagt, ja komm, für die Partei, damit es keine Quälereien gibt. Und
in die Regierungsverantwortung. Es geht darum, dass die AfD als Partei in Regierungsverantwortung kommt. Der Björn Höcke kann ja die einzelnen Mitglieder da noch beraten, Beratertätigkeit, wie so ein Trainer auswechseln beim Fußballverein oder den Vorstand. Der Verein bleibt ja weiter bestehen und man steigt trotzdem, aber die AfD muss, das ist für mich, das sehe ich absolut so, nur in Regierungsverantwortung. Nur, klar, die Altparteien, vielleicht wie manche im Kommentar ja auch hier schreiben, das seht ihr ja selber, könnt ihr ja mal durch, mehr anzeigen und auf gar keinen Fall, also niemals zurück, ist ein sehr guter Politiker. Ja, belügt nicht seine Wähler. Ja, ich sehe das ja auch so, AfD ohne Höcke ist wie München ohne Oktoberfest. Ja, einfach nur warum gefragt. Und Höcke ist ein Ehrenmann. Sehe ich ja genauso. Ne, ich finde das auch hier, hat in Thüringen für mich ganz klar die Wahl gewonnen. Und jetzt wird da so ein Techtelmechtel gemacht und da erkenne ich auch die CDU nicht mehr wieder. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Nur, wir müssen ja sehen, dass die AfD, also da ist jetzt die Frage, ist die Partei da nicht wichtiger als ein Politiker, egal wer das jetzt ist, Höcke oder Kopalla oder Weidel, das sind ja momentan die Hauptgesichter, Stefan Brandner, Dr. Bernd Baumann, da mache ich ja so viele Sachen, die stehen ja da momentan in der ersten Reihe, ja, aber wie gesagt, so viel ich den Herrn Gauland mal verstanden hat, wird die AfD sich auch noch weiter häuten, ne, für die Zukunft, was meint er damit, hochgebildet, der kommt ja auch von der CDU. Und ja, jetzt gehe ich mal hier rüber. Ich mache jetzt nochmal ein anderes Fenster auf, wo ich euch nochmal hier eben zeige, hier, wie ich darauf gekommen bin, warum hier freiwillig. Das muss Herr Höcke, Björn Höcke, das muss Herr Björn selber freiwillig wollen. Quasi im Sinne der AfD, im Sinne der Partei, ob etwas nützt. Das ist natürlich, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Der Schuss kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass die Brandmauer weiter bestehen bleibt gegen die Partei, also jetzt nicht gegen Höcke, die Brandmauer, sondern gegen die ganze komplette Partei, wie wir das ja auch in Sachsen und in Brandenburg sehen oder auch hier in Westdeutschland, sag ich mal, oder hier bei uns. Es wird vielleicht nichts nützen. Kann sein. Das ist, was ich nicht weiß, was ihr ja auch nicht wisst. Das müsste man ausprobieren, aber klar, ne? Nur so stört man sich ja immer, weil er immer hier in allen Sendungen benannt wird. Aber das ist auch hier die Medien, die hier alles den Björn Höcke kaputt reden. Ja gut, so ist es halt. Wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, jetzt gehe ich mal eben, wie ich darauf gekommen bin, ne? So, meine lieben Zuschauer, ich habe jetzt hier mal oben bei Google hier Geert Wilders eingegeben und 63 geboren, da sieht man hier so ein paar Eckdaten. PVV ist also hier auch ein rechtspopulistischer niederländischer Politiker. Partei für die Partei für die Freiheit, ne, PVV. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen zurück scrollen, weil das ist ja schon ein bisschen her, wo die Wahl in den Niederlanden war. Ich glaube hier, ne, gehen wir da, ne, ne, warte. Regierung mit Geert Wilders Niederlande hinter, na guck, keine Chance auf Amtsregierungschef, Tagesschau. Ich gehe mal hier rein. Seht jetzt leider kein Datum, aber ich gehe mal hier rein. Ich denke mal, das wird hier 14.03. Seit Monaten versucht der Restpopulist Geert Wilders eine Regierung zu bilden, erfolglos. Nun hat er eingeräumt, dass er nicht Ministerpräsident werden kann. Wilders rechtspopulistische PVV hat die Wahl im November gewonnen. Also haben gewonnen. Na gut, das ist ja gleich jetzt wie in Österreich, ne? Wie gesagt, die AfD hat in Thüringen gewonnen. Er tritt freiwillig zurück. Wisst ihr, wie ich das meine? Er tritt freiwillig zurück. Steht in der zweiten Reihe, aber ich glaube, seine Partei, meine ich, ist hier in Regierungsverantwortung. Erfolglose Versuche, eine Koalition zu bilden.
Ne, das ist die Vierer-Koalition, das wissen wir, Bauernpartei, BBB, geplatzt, Wahlkampf mit extremen Positionen. Da müsste man jetzt nochmal eben googeln. Kann ich ja mal eben machen. Ich gehe noch jetzt raus, gucken, ob ich das jetzt hier finde. Da können wir, mach mal hier mal, wie das jetzt, so viel ich weiß, ich bin jetzt mit der Regierung Niederlande, ne? Gucken wir mal eben. Also, die neue niederländische Regierung. Gehe ich mal hier rein, akzeptiere ich mal. Hier haben wir den wieder, hier ist der Geert Wilders. Ach, es hat begonnen, jetzt haben wir, ja, ich wollte schon gerade sagen, das wäre jetzt auf Niederländisch. Kommt Herr Kickel auch noch da als Bild hier. Leider keine Grafik, ne? Ja, das ist jetzt alles hier so ein bisschen, ja, das ist alles jetzt so, geht es ins Klein. Wahltest, leider keine Grafik. Da habe ich ein bisschen. Ich gehe nochmal hier raus und zeige. Warte, da gehe ich da auch da nochmal raus. Komme ich da wieder zurück? Ach nee, ach Gott. Ja, was ist das Video? Da gehe ich nochmal eben hier. Regierung Niederlande Bilder. Ne? Nochmal keine Grafik. Da ist der Max Rutte. Leider keine Grafik. Oder hier. Also, ne? BVV, ne, stärkste. Und jetzt ist auf jeden Fall die PVV mit der Bauernpartei, glaube ich, schaut euch mal, wie viele Parteien da drin sitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parteien in der, was hat erste Kammer, zweite Kammer. Erdrutsch hieß für Wilders, genau wie die AfD, ne? Und nicht aus, ne? VVD hat einen Wahlkampf koalition, allerdings müsste sich die zufrieden geben. Ja, und jetzt ist die Frage, ja, wer das weiß hier aus der, also damit das Video nicht so lange wird, also auf jeden Fall ist die PVV mit in der Regierung enthalten, sage ich jetzt mal. Und so habe ich mir gedacht bei der AfD, dass die dann hier, ja, schade, dass hier, wie heißt er, ja, komm nicht drauf. Hans-Georg Maaßen, dass das da auch in Thüringen, dass das so unbedeutend ist, aber der war ja eh mehr ist ja mehr für die CDU, ne? Okay, ich gehe mal hier wieder raus. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt hier mal ein Ergebnis. War mir schon klar, aber gut, wusste man nicht, ich weiß ja nicht, wie die Leute hier, wie viel Zuschauer ich hier auch im Westen habe. Keine Ahnung, wer hier mein Kanal, meistens Ältere, das wundert mich schon, das Ergebnis. Ich habe so mehr gedacht in der Mitte, so 50, 50 oder 60, 40, aber so ein klares Ergebnis habe ich jetzt auch nicht unter euch erwartet, unter euch Lesern. Aber anscheinend ist hier wohl Björn Höcke sehr beliebt, hier auf meinem Kanal. Das muss ja jetzt nicht in anderen Kanälen der gleiche sein, weil man spricht ja immer verschiedene Leute an. Mein Kanal ist sehr klein. Ich weiß nicht, ob das als alle meine Abonnenten waren. Aber wie gesagt, bleibt sowieso, man weiß es nicht, bleibt sowieso. Aber wie gesagt, nochmal, die AfD muss so schnell wie möglich in die Regierungsverantwortung, müsste eigentlich die Grünen ablösen. Und wenn ich dann sehe, die neuesten Umfragewerte, kommt die AfD ja auch nicht über 20%. Also ist ja noch weit von einem Wahlsieg entfernt. Und hier ist die CDU, stellt 2025 ein Kanzler, Friedrich Merz, entweder mit den Grünen oder mit der SPD, und das wäre nochmal 4 Jahre ein kompletter Stillstand oder ein Rückschritt, weil wir dürfen nicht vergessen, Angela Merkel hat hier bestimmt raus aus der Kernenergie und Einwanderungspolitik, aber jetzt übernimmt die CDU Themen, die wichtigen Themen der AfD, und da müsst ihr ganz klar sehen, wer ist das Original und wer ist die Kopie. Da ist die CDU hier die Kopie, und der AfD hat schon 2015 immer das gesagt, und man muss sich hier auch vielleicht breiter aufstellen als AfD, aber das machen die ja mit hier Renten, hier müsst ihr ganz klare Ansage, klar auf die 12, Rente hier
1.700, 1.800 Euro, Mindestrente, einen Mindestlohn von 15 Euro und bezahlen müssen das meiner Meinung nach die Wohlhabenden hier in Deutschland, weil es kann nicht sein, dass die Schere Arm und Reich immer weiter auseinander geht, dass die Reichen immer reicher werden. Die werden natürlich morgen zähneknirschend das Land verlassen. Passiert ja in Österreich auch nicht. Da zahlen ja auch alle hier mit in die Rente ein, ne? Anwälte, hohe Schauspieler, Fußballspieler, Politiker, die müssen dann auch, aber wer glaubt daran, das ist ja eine Wunschvorstellung, und dann hier vielleicht auch eine direkte Demokratie einführen mit digital Blockchain-Technik, wäre auch möglich, dass man wichtige Abstimmungen wie Frieden in der Ukraine, weitere Waffenlieferungen oder wer hat noch SIM 2, Aufklärung von den RKI-Falls, die C-Pandemie, das sind ja sehr viele Themen noch in der Vergangenheit, die ja gar nicht aufgerollt, bearbeitet werden, und immer haben wir hier noch Leute, die an ihrem Ministersessel kleben, wie harter Patex, obwohl sie hier Doktorarbeiten gefälscht haben. Unfassbar, was hier eigentlich abgeht. Mal schauen, was bei Mario Vogt rauskommt mit seiner Doktorarbeit. Ursula von der Leyen, noch gleiche, 3 Strafanzeigen laufen, da hört man nichts mehr von. Ich bin irgendwo schockiert, was wir teilweise hier in der Politik. Aber wie gesagt, die brauchen keine Verantwortung mehr zu übernehmen. Die haben nur eine Haltung. Und jeder denkt da irgendwie an sich, an seinen Vorteil. Die kleben an Ämtern und Posten. Aber das Volk geht hier in Masse. Ich komme mir vor, bald wie im Mittelalter, wie im Frondienst. Die Könige werden immer fetter und satter und die ganzen Fürsten auch dabei. Und das ganze Volk muss hier immer mehr dazu scheffeln. Das soll es gewesen sein. Danke für euer Zuhören und bin mal gespannt auf die Kommentare. Ja, dann wünsche ich Björn Höcke weiter viel Erfolg, dass das da klappt in Thüringen. Und war mal so ein Gedankenspiel. Ne? Für die AfD als Partei, dass die AfD da auch in Regierungsverantwortung kommt. Das war so mein Hintergedanke. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Video.